Hallo Minecraft, herzlich willkommen zur nächsten Folge Sky Factory. Ich hatte gerade irgendwas im Kopf, was ich bauen wollte. Ach nee, genau. Die Nether Bricks brauchen mehr Redstone. Und deshalb hauen wir da mal noch ein bisschen was rein. Jetzt geht's voran. Gut, dann haben wir hier noch ein bisschen zwei Enderpearls. Hau da mal noch mehr Redstone rein. Ich dachte nicht, dass ich so viel Redstone verbrauche. Aber irgendwie ging das doch. Dann haben wir wenigstens auch eine sinnvolle Verwendung dafür. Warte mal, wir könnten doch den Magneten anmachen. Hier noch ein bisschen was rausziehen. Und das mit uns hinterher tragen. Fliegendes Redstone. So. Haben wir fast ein Stack Redstone, das sollte mal reichen. Da oben haben wir schon fast zwei Stacks. Das ist gut. Also passt eigentlich alles soweit. Ich pflanze mal die Fässer nochmal um. Flop. Die Dolly ist dafür wirklich sehr praktisch. Ist der an oder aus? Jetzt geht's wieder vorwärts. Gut, was machen wir heute noch? Ich habe mal hier schon ein paar Wedge Slopes vorbereitet. Ach so, ich muss oben ansetzen. Das wollten wir ja schon lange machen, dass wir hier mal endlich an unserer Hütte weiterarbeiten. Oder da mal anfangen. Wedge Slope setzen ist immer so ein bisschen doof. Aber ihr kennt es ja von meinen anderen Folgen, dass ich damit immer recht viel Spaß hatte. Muss man natürlich nachher mit dem Hammer noch mal ein bisschen dran rumwerkeln. So. Doof ist, dass ich hier natürlich mit dem Jetpack nicht in der Luft stehen bleiben kann. Wie das bei anderen Flugmöglichkeiten der Fall ist. Das ist ja, glaube ich, beim Amulett viel besser. Ja, das war jetzt wieder sehr intelligent. Wir werden dadurch jetzt die komplette Breite unserer Baumöglichkeit ausschöpfen. Warum hat er sich jetzt umgedreht? So, dann brauchen wir mal den Hammer hier. Dich. Das leckt wieder. Das finde ich nicht nett.
Und zwar nicht gerade ein wenig. Nicht gerade ein wenig. So, diese Formation bitte. Wenn es weniger laggen würde, fände ich es angenehmer. Es liegt bestimmt daran, dass Nacht ist. Darum gehen wir mal schlafen hier. Gute Nacht. Falsche Türe. Ich wollte eigentlich da hinten raus. Aber wir nehmen die Decke. Achso, und mein Nachbar hat natürlich mal wieder seine mega Baumfarm angeschmissen. Ich weiß gar nicht, was der mit dem ganzen Holz machen will. So. Hätten wir das auch. Nach ungefähr 10 Versuchen. Der produziert schon seit einer halben Ewigkeit immer wieder Holz. Hallo. Ach Mensch. Jedes Mal, wenn der da drüben seine Scheißbäume erbaut. Hat das jetzt geklappt oder nicht? Warum kommt da nicht das passende Teil? So dauert das eine halbe Ewigkeit. Das nervt mich. Und ich glaube, ich werde euch das auch nicht länger antun. Ich werde die hier jetzt noch so richtig platzieren und dann werde ich das offline machen. Das kann ja nicht sein, hey. Guck mal rüber, selbst der Harvester, der da drüben arbeitet, der laggt. Kann ich das ausschalten? Wenn nicht, mir egal, ich mache einfach. Mach irgendwas kaputt, mach TNT dran oder so. Ist, glaube ich, verboten. Ich weiß. Hoffentlich hat er keine Falle hier aktiviert. Ne, hat er nicht. Gut. Seht ihr, hier kreuchen nämlich schon Saplings rum. Hier, aus damit. Da leckt alles. Warum komme ich in den Harvester? Ach, ich habe keine Rechte. Muss ich hier wirklich TNT anbringen? Aus Versehen. So, ein bisschen. Was will der denn? Was will der denn mit so viel Zeug? Dafür nichts machen, das ist ein bisschen doof. Ich würde gern so Kaboom machen. Weil das verursacht wirklich die Lecks, die ich drüben habe. Ich kann nicht mal ein. Ah doch, das geht. Okay. Ist ja interessant. Wo bin ich denn hier? Hallo? Warum? Ach so, jetzt bin ich wieder oben. Das ärgert mich. Und jedes Mal ist es das so, dass der doofe Bergarbeiter hier seinen Harvester anhat.
und es hier laggt. Also hiermit möchte ich höflichst bitten, dass der seinen Harvester ausmacht. Wenn nicht, bin ich gezwungen, da irgendwie mal einen Creeper hinzustellen. Ach nee, ein Creeper macht nichts. TNT, ein TNT kann ich aber auch nicht hinstellen. Dann werde ich mir irgendwas anderes einfallen lassen. Irgendwas wird es schon geben, damit da mal Ruhe einkehrt. Es nervt halt einfach, wenn ihr da fünf Blöcke, wenn ihr für einen Block fünfmal klicken müsst. Jetzt bin ich gerade wieder im Flow drin, dass ich weiß, wie ich die Blöcke setzen muss, damit sie richtig unten ankommen. So, unser altbekanntes Problem hier mit den Solarzellen, das müssen wir natürlich noch beheben. Also wir müssen irgendwo was anbauen, dass da dass wir unseren Strom produzieren. Wir könnten auch Tesserakte bauen. Aber das will ich gar nicht. So, die Grundform kriegen wir schon mal zusammen. Das ist zu hoch. Muss nur eins runter. Was ist denn jetzt passiert? Warum wurde ich jetzt zurückgepackt? Mann, das nervt. Wusa, ruhig bleiben. Also lieber Bergarbeiter, wirklich eine ganz nette Bitte. Stell den scheiß Harvester ab, wenn du nicht auf dem Server bist. Ich glaube, ich werde auch gleich nochmal ein Schildchen anbringen. Dass er nicht sagen kann, nö, er hat dafür nichts gewusst. Nein, das wollte ich nicht. Noch keine Schilder hier gebaut, aber das können wir dann auch mal machen. Das ist so lächerlich. So. Und wieder falsch. Also einfach unmöglich ist, bei diesen Lecks gescheit zu Blöcke zu setzen. Diesmal passt es wieder. Gerade noch hingekriegt.
Nee, komm, der eine soll doch noch mal richtig platziert werden, bitte. Dann höre ich auch auf mit den doofen Carpenters-Blöcken jetzt erstmal. Weil das ist ja kein Zustand. Und vor allem die Solarzelle hier, die fabriziert wahrscheinlich gar nichts mehr. Doch 75% kriegt die immer noch hin, wenn die hier drunter steht. Die 72, die 70. Die 69. Warum? Die ist doch frei. Ah, 66. Wird's Nacht? Ja, es wird Abend. Okay. Zzt. Mal kurz hier Jetpack laden. Dann eine Runde schlafen und dann nochmal checken, ob die Solarzellen arbeiten oder nicht. Weil sollten die arbeiten, dann müssen wir sie nicht mehr versetzen. Dann hauen wir da einfach noch mehr hin. Dann reicht es uns auch. So, außerdem können wir noch ein bisschen Glas herstellen. Wir haben noch nicht genug. Was da drin ist an Glas, das ist schnell verbraucht. Scheiße. So, wie viel Output haben wir da jetzt wirklich? 81, 83. Ich kann nicht da einfach stehen bleiben. Sieht ja schon ganz gut aus. Der hat 100% Effizienz. Die auch und die auch. Dann bleiben die Solarzellen so, wie sie sind. Ich hätte jetzt gedacht, durch das, dass die unten drunter sind, verbrauchen die oder generieren die weniger Strom. Aber solange das nicht so ist, ist alles in Ordnung. Da fehlt ja noch ein Carpenters Block. Setz dich bitte richtig hin. Die Hälfte der Carpenters-Blöcke haben wir jetzt wirklich schon gesetzt. Das war doch nicht ganz so schwierig, wie wir am Anfang gedacht haben. Ich guck mal gerade F7. Genug Licht haben wir. Und es geht oben schon mal ein bisschen noch raus. Es ist zwar auf jeder Seite nur ein Block, aber im Gesamten wird es dann gut aussehen. Hier. Ich dachte gerade, da wird nichts produziert. Die produzieren aber noch. Ich sollte hier mal gucken, ob ich da vielleicht Pyrrhothium irgendwie reinkrieg. Oder wie das heißt.
Eros. Eros Young Dust. Das geht ja voll easy. Ich weiß bloß nicht mehr. Das hat einen Radius, bei dem es Zeug anfackelt. Eins davon. Was braucht man dazu? Redstone. Sulfur, Kohle und Redstone. So, jetzt. Und das kommt in ein Magma Crucible. Und dann haben wir da von dem Zeug auch ein bisschen was. Ich weiß zwar nicht, was ich damit jetzt anfangen soll. Noch nicht. Aber es hat, glaube ich, eine höhere, deutlich höhere Geschwindigkeit, was Brennen angeht. Mining, Melting Speed 2,0. Hier haben wir einen Bucket. Wie gesagt, ich weiß nicht, was mit dem jetzt passiert. Wo ist der jetzt hingekommen? Achso, der kommt ja natürlich hier unten rein. Ha. Ich halt. Ich bin der Meinung, er fackelt Zeug an. Ja, tut er. Da oben passiert irgendwas. Wenn ich den jetzt dahin mache, was passiert dann? Ich brenne. Nein. Würzt du mal bitte. Ich sollte das doch gleich aufhören zu brennen. Ah, endlich. Ah, also es hat auf jeden Fall einen Melting Speed von 7. Was? Das ist ja mega viel. Dann müssen wir da einfach ein bisschen Glas hinpflanzen, dann geht das schon. So, hier noch mal einmal schnell. Ach, guck mal, wie schnell da Lava produziert wird. Weil eigentlich ist es gar nicht so schnell. Schneller wie mit der normalen Lava auf jeden Fall. Haben wir noch Sulfur? Ich glaube nicht. Da müssen wir uns mal noch drum kümmern, dass wir Sulfur bekommen und dann können wir da hinten noch ein drittes Perothium Dingens da reinmachen. Sieht so aber schon mal gut aus. Ich weiß gar nicht, ob es draußen vielleicht brennt. Nö. Und unten glaube ich auch nicht. Warum ist hier dunkel? Das ist doch nicht gut für die Monster. Gut für die Monster. Alles. Uah, guck. Kaum habe ich davon gesprochen. Kommt hier so einer angerannt.
Das war's von der heutigen Folge Sky Factory. Würdest du mal noch da hochgehen? Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Unser Netherbricks werden fabriziert, produziert. Und oben sind wir ein bisschen größer geworden. Das wird dann auch ein bisschen schöner demnächst. Ich werde mir Mühe geben. Unser Ziel ist es ja, da ein Schloss hinzubauen. Daran werden wir auch festhalten. So, bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.